Ich bin Christoph Poschenrieder. Das Buch heißt Die Welt ist im Kopf. Es geht um einen Philosophen, den viele nur als alten Grantler kennen, als Miesepeter, Pessimist, Frauenhasser, Menschenfeind, was nicht noch alles. Mein Schopenhauer, um den es hier geht, ist allerdings 30 Jahre alt, sieht gut aus, hat Geld und hat nichts gegen Frauen. Ein höchst interessanter Kopf. Schopenhauer war wütend. Einen Veitstanz hatte er aufgeführt und am Ende hatten ihn die beiden Druckerlümmel verlacht und ihm mit schwarzen Pfoten eine lange Nase gedreht. Nachdem er das Haus des Verlegers verlassen hatte, war er losgelaufen, ohne Ziel, der Doktor der Philosophie, zum glimmenden Fünkchen verrauchter Kugelblitz, als welcher er eigentlich hatte einschlagen wollen. Es war himmelschreiend. Den ganzen Sommer hatte er wie ein verhungerter Lohnschreiber an der Reinschrift des Manuskripts gearbeitet, um nur ja den Termin zu halten. Der Verleger hatte versucht, sich herauszureden, ihn lange vertröstet und schließlich alle Schuld auf die Druckerei geschoben. Schimpfend stapfte Schopenhauer zwischen den Buden umher, die seit dem Morgen errichtet wurden, windige Gestelle schnell gezimmert, mit Segeltuch überzogen. Zweirädrige Karren und Schlitten mit eisenbeschlagenen Kufen schlingerten über das Pflaster. Träger, Kerner, Zimmerleute, alle platten durcheinander, dazu Gehämmer und Sägen, Streitereien zwischen Markthändlern und Messeadjunkten, die Ordnung ins Chaos zu bringen versuchten. Ein Stofffetzen verfing sich an seinem Stiefel. Schopenhauer begann, wie auf einen unsichtbaren Gegner einzutreten. Mit der Hand zog er den Lumpen endlich ab und schleuderte ihn auf das Pflaster. Ein paar Handwerker ließen ihre Werkzeuge sinken und besahen das Schauspiel mit Interesse. Die Aufmerksamkeit war ihm unangenehm. Es reicht, dachte er, es reicht jetzt. Eine Uhr schlug 9, 10, 11 und drei dünne Schläge der Viertelstundenglocke folgten. 11:45. Er ließ eilends das Budengewirr des Marktes hinter sich und trat auf die Straße hinaus, die geradewegs zur Leipziger Hauptpost führte. Mit etwas Glück entkäme er noch vor dem 12-Uhr-Läuten dieser von Stunde zu Stunde enger und lauter werdenden Stadt. Wie würde das hier in wenigen Tagen aussehen, wenn all die Buden bestückt wären, dazwischen Käufer, Verkäufer, schaulustige Musikanten, Bettler und bewegliche Viktualienhändler sich tummelten? Hier ließ sich ein Bauersmann einen Zahn ausreißen, dort im Abnormitätenkabinett erschauerten Bürgerstöchter beim Anblick missgestalteter Säuglinge, die still in gläsernen Zylindern trieben. Rostbratwurst, Kasperltheater, Affen, Floh und Hundezirkus für die Plebs, ein Konzert im Gewandhaus, ein Gelage bei Alippi oder Pimavesi für die bessere Welt. In den Kellern und Handelshöfen lag die Ware hoch gestapelt. Stoffballen, Rauchwerk, Seide, Leder, Spielkram, Irdenware, Porzellan, Musikalien, Kunsthandwerk und Gemälde, Uhren, Werkzeuge, Maschinen, Wolle und Baumwolle, Schuhe, Hüte, Hosen, Jacken, Mäntel, Kleider, Handschuhe, Erden und Drogen, Glas und Gläser, Papiere, Druckerpressen und Druckfarben, Schrifttypen und Bücher, Bücher, Bücher. Nur seines nicht. Schopenhauer zwängte sich zwischen aufgetürmten Kisten und einem Ochsengespann durch, passierte den Naschmarkt, auch Auerbachs Keller, aus dem fröhlich blinzende Gestalten ins Licht tasteten. Tags zuvor, früh morgens, 4:30, war er aufgebrochen, hatte die erste Fahrpost gerade noch erreicht und war mit dieser gegen 2 Uhr morgens in Leipzig angekommen. Den Rest der Nacht hatte er in der Poststation auf einer Bank ausgestreckt zugebracht. Die Hotels in der Nähe waren belegt und eher zu müde, um noch auf Herbergssuche zu gehen. Ochs und Esel hatte er ohnehin zur Gesellschaft. 2 stinkende und furzende Tabulettkrämer, die am anderen Ende der Stube über ihre Bauchläden gefaltet schliefen. 3 Stunden später polterten die beiden aus dem Raum. Schopenhauer folgte ihnen bald. Im Wirtshaus nebenan trank er dünnen Kaffee und aß 2 Brötchen, die dampften, als er sie aufriss und eine dicke schwarze Konfitüre in die Höhlung tropfen ließ. Der Verleger musste über einen Hintereingang in sein Büro geschlichen sein, denn vorne hatte Schopenhauer seit Anbruch der Dämmerung gewartet. Ein Wort nur hätte er gebraucht von ihm. Aber die zu seiner Bändigung ausgeschickten Drucker ließen ihn nicht aus den Augen, schon gar nicht, nachdem er begonnen hatte, auf Kisten zu schlagen und wütend nach dem Verleger zu schreien, er solle gefälligst seinen Teil des Kontrakts einhalten, so wie er das getan hatte. Der Geruch von Pferdeäpfeln kündigte die Poststation an. Ein Gespann stand auf dem Hof, 4 abgekämpfte, nass geschwitzte Pferde. Durchs Stadttor rauschte eine weitere Kutsche herein, der Postillon produzierte ein Krächzen auf dem Horn, zog die Zügel an. Steifbeinig ließen sich 6 Passagiere einer nach dem anderen vom Trittbrett herab.
Puppenhauer stieß das Tor zum Postbüro auf. Am anderen Ende des niedrigen, von mächtigen Säulen gestemmten Gewölbes thronte ein Postbeamter hinter einem brusthohen Pult. »Wann geht die nächste Post nach Dresden?« fragte Schopenhauer. »Gewöhnlich oder Eilpost?« »Pardon?« Schopenhauer beugte sich vor, hielt die Hand hinter sein linkes Ohr. Sogleich nahm er sie wieder weg. Er hasste diese Angewohnheit, als ob sie zu viel über ihn verriete. »Egal!« Der Beamte blickte auf die Wanduhr und sagte, »In 6 Stunden planmäßig, Retourkutsche für Sie früher. 4 Taler, 18 gute Groschen, 9 Pfennige, Trinkgeld für den Postillon inklusive, dieser dort. Ein kursächsischer Postillon im gelben Rock mit blauen Kragenaufschlägen, nicht mehr weißen Lederhosen und hohen Stiefeln lehnte an der Wand, rauchte eine Porzellanpfeife und nickte seinem prospektiven Fahrgast verbindlich zu. »So viel«, sagte Schopenhauer und dachte, »egal, nur raus, nur weg von hier.« Vor der Station stand eine leichte, 6-sitzige Kutsche. Der Postillon öffnete den Schlag, warf einen verplombten Postsack hinein. Schopenhauer kletterte hinterdrein und legte die Füße auf die Sitzbank. Wie gerne hätte er jetzt ein druckerisches Exemplar seines Buches in der Hand gehalten. Die gefalzten und gebundenen Bögen einen nach dem anderen sorgfältig getrennt, jede einzelne Seite gleichsam abgenabelt, Papier und Druck geprüft, das Titelblatt immer wieder betrachtet, sich an der Wahl des bei Goethe gefundenen Mottos erfreut, ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe. Wie gerne hätte er das Buch gewogen, seinen Geruch in die Nase eingesogen und mit unendlicher Befriedigung darin geblättert. Dass der Verleger ihn um dieses Vergnügen gebracht hatte, ihn zwang, die Reise mit einer großen Ungewissheit anzutreten, das war das Übelste an der ganzen Angelegenheit. Zuwarten hieße den Winter in den Alpen herausfordern, anstatt ihn im milden Süden hinter sich zu lassen. Nein, es war schon richtig. Jetzt oder erst sehr viel später. Freund Quandt übernahm den Versand der Vorzugsexemplare und der Verleger, nicht aus Sympathie, aber aus kaufmännischem Interesse, würde die eine oder andere Rezension in eigenen und anderen Journalen lossieren. Alles andere würde geschehen, wie es geschehen musste. Aus dem italienischen Frühling würde der Philosoph Arthur Schopenhauer zurückkehren in ein spätwinterliches Deutschland. Die Philosophieprofessoren als verschlafene Wespen in ihren Nestern aufstochern, sie mit grundfesten Argumenten erschlagen und von da an mit starker und lauter Stimme ein gewichtiges Wörtchen mitreden. »Ist er weg?«, fragte der Mann hinter dem Schutzwall von Akten auf seinem Schreibtisch. Der Sekretär schlich an die Tür, lauschte hinaus und nickte. »Beim heiligen Makulatius, keine größeren Toren als Autoren«, stöhnte Friedrich Arnold Brockhaus, Verleger des überaus erfolgreichen Konversationslexikons, das soeben in 5. Auflage über die Pressen ging. Er rückte seine Brille zurecht, 2 kreisrunde Gläser in einer Hornfassung. Brille, runde Backen, rundes Gesicht mit knolliger Nase, alles auf ein wulstiges Doppelkinn gelagert. Dies gab dem Verleger ein weiches, nachgiebiges Aussehen. Doch Brockhaus war ein zäher Geschäftsmann, musste es wohl sein, um Autoren wie diesen Philosophen ertragen zu können. Obwohl er bitter bereute, den Kontrakt unterzeichnet zu haben, würde er ihn erfüllen, bis zum wahrscheinlich ebenso bitteren und in der Tat etwas verzögerten Ende. Dabei hatte es vielversprechend begonnen. Der junge Mann war von einem gemeinsamen Bekannten als höchst interessanter Kopf empfohlen worden, welcher vielleicht an Denkkraft und ernstem Willen und Tiefe des Studiums von keinem Lebenden überboten wird. Und, auch nicht reizlos, auf großes Honorar mache er angeblich keinen Anspruch. Er stammte aus gutem Hause, die Teegesellschaften seiner Mutter hat er Goethe regelmäßig besucht, und trug einen nicht unbekannten Namen. Brockhaus hatte gefällig geschriebene Reiseberichte der Johanna Schopenhauer verlegt und ordentliches Geld damit verdient. Ein philosophisches Werk also, warum nicht? Hegel, anderen Verlegern verpflichtet, Fichte tot und Schelling jüngst wenig produktiv. Diesem Dreigestirn stand in der zeitgenössischen deutschen Philosophie nichts entgegen, niemand, der Unruhe stiftete oder die Großen herausforderte. Da war der höchst interessante Kopf gerade recht gekommen. Im März hatte Brockhaus frohgemut unterschrieben. Anfang August begann der Autor, den Verleger mit Briefen in durchaus gereiztem Ton zu drangsalieren. Die ersten 6 Aushängebögen seien nicht eingetroffen, wohl weil Brockhaus nicht genügend Setzer beschäftige, und deswegen sei der Druck des Werkes gefährlich in Verzug. Ein paar Tage später schrieb der Philosoph, so könne man mit ihm nicht umgehen, er sei keiner von Brockhaus Konversationslexikons Autoren und ähnlich schlechten Skriblern, mit denen er nichts als den Gebrauch von Tinte und Feder gemein habe.
Als endlich der erste Aushängebogen einging, zählte der Verfasser 35 anstatt der verabredeten 30 Zeilen pro Seite und schrie sofort Zeter und Mordio. Inzwischen fühle er sich zum Narren gehalten. Wort und Tat, Versprechen und Einlösen seien bei Brockhaus wohl zweierlei. Er verlange unverzüglich sein Honorar, denn er könne ihm nicht länger trauen. Er brauche es, im Betrag ohnehin nur symbolischen Charakters, für seine Reise nach Italien, vor allem aber zum Beweis, dass es Brockhaus ernst damit sei, das Werk zu drucken. Überdies habe er von mehreren Seiten gehört, der Verleger lasse sich mit dem Honorar viel Zeit, wenn er überhaupt bezahle. Das Lexikon, murmelte Brockhaus, bringt das Geld ins Haus und natürlich geht es verdammt nochmal mit Vorrang in Druck und nicht ein obskures philosophisches Werk. Die vereinbarten 40 Dukaten hatte er gezahlt, als er die letzten Manuskriptseiten erhielt, so wie es im Kontrakt stand. Dann herrschte für eine Weile Ruhe, bis zum heutigen Morgen. Einen Brief noch, sagte der Verleger, den allerletzten. Der Sekretär ging an das Stehpult, hob die Schreibfläche und zog aus dem Fach einen Bogen Papier, überprüfte den Sitz seiner Ärmelschoner und tunkte die Feder ein. Allerknappste Anrede, sagte Brockhaus. Mein Herr, schrieb der Sekretär. Ich hatte in Ihrem letzten Brief vor allem einen Beweis für Ihre beleidigenden Behauptungen oder einen Widerruf derselben erwartet. Brockhaus holte tief Luft. Und da sich weder das eine noch das andere darin befindet und ich Sie also fortan für keinen Ehrenmann halte, so kann künftig kein Briefwechsel zwischen uns stattfinden. Punkt. Daher werde ich Ihre etwaigen Briefe, die ohnehin in Ihrer göttlichen Grobheit, wie ist das, treffend, sagte der Sekretär. Und Derbheit eher auf einen Lohnkutscher als auf einen Philosophen schließen lassen, gar nicht annehmen, wenn ich Ihre Handschrift auf der Adresse erkenne. Punkt. Der Verleger blies eine Wimper vom Brillenglas. Ist er wirklich weg? Der Sekretär ging hinunter in die Eingangshalle und kehrte grinsend zurück. Gedankenstrich. Ich hoffe nur, dass meine Befürchtung, an Ihrem Werke bloß Makulatur zu drucken, nicht in Erfüllung gehen werde. Punkt.